Ja, hallo, ich gebe hier meine Einführung über eine ganz wichtige Gruppe von Wörtern, nämlich Pronomina. Was heißt Pronomen? Das sollte man zuerst klären. Das ist ein lateinisches Wort, besteht aus pro, für und nomen. Und wir lernen ja in der Grundschule irgendwie das Wort Namenwort. Also es ist irgendwas, was für ein Namenwort steht, um es mal ganz schlecht auszudrücken. Und die Funktion eines Pronoms ist, dass es ein Stellvertreter für etwas anderes ist. Und in dieser Funktion ist es dann ein sogenanntes substantivisches Pronomen. Es gibt aber auch adjektivische Pronomina, die können nicht stellvertreten, sondern treten attributiv auf. Es gibt aber abhängig von der Sprache Ähnlichkeiten oder Überschneidungen in der Funktion oder auch in der Form. Okay, fangen wir gleich mit den Personalpronomina an. Die sind quasi eine sprachliche Universalie. Die werden in Sprachen dann unterschiedlich häufig verwendet. Es gibt eine unterschiedlich große Anzahl und es sind unterschiedlich viele Kategorien da drin kodiert. Beispielsweise wäre Numerus oder das Genus, je nachdem, wie die Sprache da aufgestellt ist. Personalpronomen haben auch eine deiktische Funktion, da werde ich später noch genauer drauf eingehen. Und sie können auch in Abhängigkeit von der Sprache eine honorative Funktion haben. So, genau, was ist gemeint mit der Frequenz? Das ist die Frage, wie häufig Personalpronomina in sprachlichen Äußerungen auftreten. Und im Deutschen ist es zum Beispiel so, dass sie da obligatorisch sind. Wenn wir dann das Verb hören haben, wie bei jedem Verb im Deutschen, ist es so, dass wir eine Personalendung haben, hier E für die erste Person Singular. Und eigentlich ist da ausreichend kodiert, wer der Täter ist, nämlich ich. Ich höre. Wir können aber im Deutschen, obwohl es ausreichend im Verb kodiert ist, nicht das Ich wegfallen lassen. Was wir auch nicht wegfallen lassen können, ist das Objekt von Hören. Hören braucht auf jeden Fall ein Objekt, dieses Dich, was seinerseits auch ein Pronomen natürlich ist. Die Varianten ich höre sind falsch, dann fehlt das Objekt, höre dich wäre falsch, dann fehlt das Subjekt und höre ohne beides geht es natürlich auch nicht. Und genauso ist es im Englischen. Englisch hat ja irgendwie die Eigenheit, dass eigentlich nichts irgendwie näher dekliniert ist. Und deswegen ist es da dann tatsächlich wichtig, dass das Personalpronomen für das Subjekt dasteht. Könnte aber sein, dass das Objekt ausfällt, das geht im Englischen aber auch nicht. Das heißt also, auch da wäre I saw falsch, weil man nicht weiß, wen man sieht. Saw her wäre auch falsch, weil man nicht weiß, wer sie sieht. Und saw alleine, da fehlt ja beides, das geht auch nicht. Im Spanischen oder im klassischen Chinesisch sind die so teilweise obligatorisch. Nehme ich mal einfach hier das spanische Beispiel. Yo te espero, also ich warte auf dich. Hier haben wir auch eine Personalendung, die ganz klar sagt, dass es die erste Person Singular, Indikativ, Präsens, Aktiv ist. Und man kann im Spanischen das Yo setzen, muss es aber nicht setzen. Und in der normalen, natürlichen Sprache ist es so, dass man das Personalpronomen tatsächlich einfach ausfallen lässt, es sei denn, man möchte die handelnde Person wirklich betonen. Was man aber nicht wegfallen lassen kann, wäre das Objekt von esperar erwarten. Also yo espero wäre falsch, weil man dann nicht weiß, auf wen man wartet. Und im klassischen Chinesischen ist es ähnlich. Shizhi bujian, also irgendwas sehen und oder aber nicht erkennen. Dieses S muss ausgedrückt werden. Die zweite Variante, Shibujian, geht nur unter ganz bestimmten Umständen, aber nicht so als selbstständiger Satz. Also das wäre tatsächlich, wie ich gesagt habe, hier falsch.
mit einem passenden Kontext eingebunden in eine andere grammatikalische Konstruktion könnte das doch passen. Und ganz optional sind sie im Japanischen. Da haben wir hier den Satz oder die Frage: Yuki-sama wa kuruma o kaimasuka? Also kauft Yuki ein Auto? Und dann könnte man sagen: Kanojo wa kuruma o kaimasu. Also sie kauft ein Auto. Aber erstens mal benutzt man so gut wie nie Personalpronomina. Also wenn man es ausdrücken würde, würde man eher dann nochmal sagen: Yuki-sama wa kuruma o kaimasu. Aber es ist wahrscheinlicher, dass man tatsächlich sowohl den Namen als auch das Personalpronomen weglässt und im Japanischen tatsächlich sogar auch noch das Objekt. Also auf die Frage, kauft Yuki ein Auto mit kaimasu, ja, sie kauft eins, zu antworten, wäre vollkommen okay. So, die Anzahl der Pronomina, das beantwortet dann die Frage, wie viele Personalpronomina es in einer Sprache gibt. Das grundlegende Paradigma enthält drei Personen, nämlich die erste, die zweite und die dritte. Und mindestens ein Numerus, das ist natürlicherweise der Singular, beziehungsweise das ist unbestimmt. In fast idealer Form ist es im modernen Chinesisch erhalten. Die Pluralbildung gibt es zwar, aber die wird dann nicht über extra Personalpronomina gemacht, sondern da wird hinten ein Suffix angehängt. Aber wir bleiben jetzt mal auf der linken Seite. Da haben wir das einfache Paradigma. Da haben wir für die erste Person wo, für die zweite ni und für die dritte ta. Es fällt aber auf, dass wir in der Schriftsprache ta männlich, ta weiblich und ta sächlich unterscheiden müssen. In der gesprochenen Sprache nicht. Da gibt es tatsächlich nur eins, zwei und drei dritte Personen. Und die sind lautlich identisch. Im Plural wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Da haben wir nämlich für die erste Person noch eine Kategorie, nämlich ob das wir inklusiv, exklusiv ist oder inklusiv. Exklusiv woman bedeutet ich und meine Leute, aber nicht du, den ich anspreche. Und samen bedeutet ich und meine Leute und dich, den ich anspreche und gegebenenfalls auch deine Leute. Also wir, du und ich wäre hier auf der rechten Seite zusammen und woman, meine Kumpels, aber du nicht, das wäre dann das Exklusive. Okay, Kategorienfülle. Welche Informationen sind kodiert? Bleibe ich mal beim modernen Chinesisch, da haben wir nämlich den Numerus, der kodiert ist. Da gibt es einmal Singular und einmal Plural. Und es gibt in der dritten Person, zumindest schriftsprachlich, noch ein Genus, maskulin, feminin und neutral. Und es gibt die Unterscheidung in der ersten Person Plural zwischen exklusiv und inklusiv. Wenn wir uns jetzt das Altnordische anschauen, dann sehen wir, dass da noch viel mehr drin stecken kann, das Paradigma noch viel umfangreicher sein kann. Wir haben nämlich hier auf einmal drei Numeri. Wir haben Singular, Dual für die Zweizahl und Plural für die Mehrzahl. Dann haben wir gut die Deixis, erste Person, zweite Person und dritte Person. Dann müssen wir bei der ersten und zweiten nicht, aber bei der dritten auch darauf achten, dass wir Maskulinum, Femininum und Neutrum unterscheiden. Und hier gibt es dann tatsächlich, wie man sehen kann, unterschiedliche Formen. Und mehrere unterschiedliche Formen, die erklären sich dann nochmal zusätzlich dadurch, dass man die auch im Kasus nochmal machen kann. Es gibt vier Kasus: Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ im Altnordischen. So, dann wenden wir uns jetzt dem Thema Deixis zu. Personal-Deixis ist verbunden mit der Benennung der Personen. Die erste Person bin ich als Sender, das ist hier der rote Kringel.
Die zweite Person, das bist du. Du bist der Adressat meiner Nachricht. Und die dritte Person ist weder Sender noch Empfänger, sondern das ist halt eine dritte entfernte Person oder irgendein Gegenstand. Also grob der Inhalt der Aussage. Und jetzt noch mal im Verweis auf das moderne Chinesisch mit der ersten Person Plural, die inklusiv ist. Da wäre das Wir nicht nur ich und meine Leute in der ersten Person, sondern auch ich und du und gegebenenfalls unsere Leute. Das wäre die inklusive Variante. Dann gibt es noch eine honorative Funktion. Das ist auch relativ weit verbreitet in verschiedenen Sprachen. Japanisch ist ja relativ bekannt auch dafür, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ich oder du zu sagen. Und ich habe hier einfach mal exemplarisch mit der ersten Person gearbeitet. Also da könnte man zum Beispiel wählen zwischen ore, washi oder boku. Oder also wenn man männlich ist, wenn man weiblich ist, würde man die oberen Formen eher nicht verwenden, sondern tatsächlich die unteren, atashi oder uchi. Und genau, das hat dann etwas damit zu tun, wie man entweder sich selbst in das Sozialgefüge integriert sprachlich oder wie man quasi wahrgenommen werden möchte oder sollte. Im Deutschen gibt es das tatsächlich auch, und zwar für die zweite Person Singular. Da kann man nämlich sie sagen statt du. Wäre auch eine Honorativform. Und historisch konnte man auch mit einem Plurales Majestatis arbeiten, ihr. Und manche Sprachen hatten keine Personalpronomina. Zum Beispiel in Skandinavien, da gab es aber solche Titelanreden wie der Herr oder die Dame oder ähnliches. Das ist allerdings in jüngerer Form verloren gegangen, beziehungsweise tatsächlich sprachpolitisch abgeschafft worden. Da gibt es halt nur noch eine Stufe quasi. Die nächste Gruppe substantivischer Pronomina sind die Reflexivpronomina. Und die vertreten den Agens, wenn die Verbalhandlung auf den Agens, also den Handelnden selbst, zurückwirkt. Das ist tatsächlich relativ weit verbreitet und gibt es in verschiedenen Sprachen auch. Und genau, die können verschiedene Eigenschaften haben. Ich habe das hier mal aufgezählt. Was bedeutet das also? Irgendjemand tut. Und das, was er tut, ich habe das jetzt nur exemplarisch für die erste, aber es kann auch zweite oder dritte Person sein, das, was die Person tut, wirkt dann quasi auf sie selbst wieder zurück. Im Spanischen wird das ganz exzessiv verwendet. Da haben wir perderse als Beispiel hier, sich verlaufen. Und da ist dieses Reflexivpronomen enklitisch. Und muss dann halt entsprechend angepasst werden, wenn man das per der konjugiert, zum Beispiel ich verlaufe mich. Hier sehen wir die erste Person ausgedrückt im Verb. Und das Reflexivpronomen ist dann nicht mehr se, sondern me. Me pierdo. Wir verlaufen uns. Da haben wir hier das mos als Endung. Und das passende Reflexivpronomen wäre dann nos. Nos perdemos. Se pierden, wenn wir in der dritten Plural wären. Wenn wir dann das Altgriechische anschauen, dann sehen wir, dass diese Paradigmata ziemlich umfangreich sein können. Hier haben wir auch wieder eine Unterscheidung zwischen erster, zweiter, dritter Person und das im Singular, im Dual und im Plural. Und wir müssen auch auf das Genus achten, maskulin, feminin oder neutral. Und wir haben ein
vier Kasussystem, eigentlich fünf, der Vokativ ist auch noch dabei, aber den verwendet man selten, deswegen habe ich den rausgelassen, beziehungsweise bei den Reflexivpronomina kommt er gar nicht vor. Genau, aber alle diese drei Geschlechter müssen natürlich in den verschiedenen Kasus auftauchen. Ich habe jetzt den Nominativ gar nicht aufgeschrieben, fällt mir ein. Also ihr könnt euch dann jeweils noch eine nein, der Nominativ brauchen auch gar nicht, Entschuldigung, vergesst das wieder. Gut. Was man noch sieht, ich habe hier ein paar Sternchen gesetzt, hier im Singular durchgehend in dieser Reihe und im Plural nochmal hier in der dritten Person. Das heißt, da gibt es nochmal eine Unterscheidung. Es gibt nämlich ein direktes und ein indirektes Reflexivitätsverhältnis. Das werde ich hier jetzt aber nicht thematisieren, weil es den Rahmen so ein bisschen sprengen würde. Was wir aber feststellen können, ist, es gibt auch sehr umfangreiche Paradigmata. Die nächste Gruppe sind dann die Reziprok-Pronomina. Die sind schon sehr viel weniger oder seltener gestreut in den Sprachen. Germanische Sprachen haben sie, Altgriechisch hat sie, klassisches und modernes Chinesisch haben sie. Jetzt könnte man denken, okay, Moment, wenn Germanisch und Altgriechisch sie haben, dann könnten andere Indogermanen sie auch haben, aber die Hethiter zum Beispiel oder die Römer sind ganz gut ohne ausgekommen, also da gibt es die nicht. Und das Besondere ist, die sind immer nicht singularisch, denn sie drücken die Wirkung der Verbalhandlung innerhalb der Gruppe der Agenten aus. Also irgendwelche Leute machen etwas. Ich habe es hier mal für die erste exemplarisch gemacht, erste Person. Die gehören zu einer Gruppe und die tun etwas, was auf sie selbst jeweils immer zurück, also gegenseitig wirkt. So, genau. Modernes Chinesisch und Deutsch haben nur ein Pronomen dafür. Das ist Bize im Chinesischen und einander im Deutschen. Wie immer, wenn man formenreiche Paradigmata sucht, muss man ins Altgriechische gucken. Da gibt es verschiedene Varianten. Man muss wieder auf Genus achten, Masculinum, Femininum, Neutrum. Und man muss zwischen Dual und Plural unterscheiden. Und es gibt natürlich auch die Kasus wieder in verschiedenen Formen. Und das Altnordische, da habe ich unten einen Beispielsatz gebracht, das verwendet keine extra Reziprokpronomina, sondern es gibt enklitische Reflexivpronomina und die können verschiedene Funktionen erfüllen. Und ich habe hier in diesem Beispiel ja, Ausschnitt von einem Satz oder Teilsätzen, da habe ich gleich zwei Funktionen. Ok abe verskildus viatis bave lendermater sem faderans habli verit. Und bevor sie sich trennten, und wie trennt man sich? Naja, reziprok, voneinander. Und das hier ist jetzt ja relativ reflexiv, das wird man dann aber anders übersetzen. Das ist eigentlich machte sich, und wenn man sich zu etwas macht, dann wird man zu etwas, ne? Es wurde Barber ein Ländermacher, ja, man könnte das mit Lehensmann übersetzen, aber halt jemand, der einen Rang oder einen Titel verliehen bekommt. Wie der Vater von ihm hat, wie Verit es gewesen ist. Das heißt also, hier haben wir bei Skildus einmal die reziproke Verwendung und hier bei Gerwisk haben wir eine reflexive Verwendung. Und es gibt keine unterschiedlichen Pronomina. Die nächste große Gruppe sind die Demonstrativpronomina. Die können substantivisch oder attributiv auftauchen. Da ist ganz klar demonstrativ, das zeigt auch was. Also ist Deixis da eine ganz wichtige Kategorie. Und die Systeme können mehr oder weniger komplex sein und mehr oder weniger formenreich, ist abhängig davon, in welcher Sprache wir sind. Zweiersysteme in der Deixis und Dreiersysteme sind eigentlich die Regel.
Und die Verteilung geht da aber bunt über verschiedene Sprachfamilien. Und man kann auch unterscheiden zwischen substantivischen und attributiven Formen, je nachdem, in welcher Sprache man ist. Manche können das auch nicht. Okay, hier ist das System mit einer zweifachen Deiksis. Da haben wir einmal den Verweis auf irgendwas, was bei der ersten Person ist, und auf etwas, was bei der zweiten oder dritten Person ist. Also entweder ist irgendwas hier oder dort sozusagen. So ein System gibt es zum Beispiel im modernen Chinesisch. Zhe ist irgendwas, was hier ist. Na ist irgendwas, was bei dir oder bei jemand drittem ist. Und im Englischen gibt es dann this im Singular und these im Plural für ein Ding oder mehrere Dinge, die hier sind, beziehungsweise that im Singular oder those für ein Ding oder mehrere Dinge, die entfernt sind. Also da haben wir dann im Englischen auch eine Unterscheidung zwischen Singular und Plural. Und wenn wir uns jetzt irgendwie Norwegisch anschauen oder Italienisch, dann sehen wir, dass man das unter Umständen auch noch nach Genera weiter definieren kann. Das nächste System wäre ein dreifaches Verweissystem, das auch zwischen der ersten Person, der zweiten Person und einer dritten Person unterscheidet. Und das finden wir auch in verschiedenen Sprachfamilien. Die Indogermanen sind hier vertreten mit Latein, is, er, it, beziehungsweise hikai, kok. Für die erste, iste, ista, istut. Für die zweite und ille, illa, illut für die dritte Person. Hethitisch hat dasselbe auch. Da muss man dann auch zwischen Singular und Plural und zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Wobei Hethitisch nur ein Genus commune hat und ein Neutrum, sowohl im Singular als auch im Plural. Muss aber formal unterschieden werden. Und aber zum Beispiel das Chinesische hat ein zweifaches System. Das Koreanische ist direkt nebenan. Zwar nicht damit verwandt, aber eigentlich in direkter Nachbarschaft. Das hat ein dreifaches System. Mit i wird auf etwas verwiesen, was hier ist. Mit g wird auf etwas verwiesen, was bei dir ist. Und mit do wird auf etwas verwiesen, was bei der dritten Person oder weit entfernt ist. Und wenn wir uns Japanisch anschauen, was ja strukturell dem Koreanischen sehr ähnlich ist, aber auch wieder eine eigene Sprachfamilie. Da können wir auch einen Unterschied zwischen einer attributiven Form sehen, nämlich irgendwas mit ko für eine Befindlichkeit bei der ersten Person. Und wenn es auf ein no endet, ist es attributiv. So, zweite Person, no attributiv. A, dritte Person, no attributiv. Und es gibt dann auch eine substantivische Form im Japanischen. Nämlich wieder Ko für die erste Person und Re wäre dann das substantivische Demonstrativpronomen und parallel dazu Sore für die zweite und Are für die dritte Person. Da gibt es aber keine Singular-Plural-Unterscheidung, im Koreanischen auch nicht. So, im Altnordischen, da gibt es fast nur ein einfaches System. Ich habe extra beinahe geschrieben. Aber was da ein bisschen besonders ist, ist es mit schwächerer oder stärkerer Deiksis. Man kann entweder dieses System links nutzen, sa, su, that, der, die, das, oder ein stärkeres, sja oder fessi, sja, fessi, fechta. Das sind die hier. Die sind dann stärker, also dieser hier, diese hier. Und dieses hier. Dabei muss man dann auch wieder darauf achten, dass man die Kasus einhält und dass man das auch nach den Personen flektiert und dass man die Genera beachtet, nach denen das auch angepasst werden muss. Für die Deiksis der zweiten und dritten Person wird relativ selten auch hin oder hit verwendet. Das kann auch den Artikel ersetzen und wird auch so dekliniert wie der Artikel, das hier hat ja eine eigene Deklination, dieses
Sa und Sia. In seiner Anwendung ist dieses Hin-Hin-Hit ja so als Demonstrativum mit dem Deutschen jener, jene, jenes vergleichbar. Das kann man im Deutschen ja auch verwenden, tut es aber in der Regel in der Umgangssprache nicht unbedingt so. Dann gibt es die Possessivpronomina, die zeigen Besitzverhältnisse an. Und je nach Sprache gibt es da unterschiedliche Systeme. Aber in der Regel ist halt die Dexis wieder dreigeteilt, wieder nach erster, zweiter und dritter Person. Und Sprachen können da auch zwischen selbstständigen und attributiven Formen unterscheiden. Bei einigen Sprachen muss man Kongruenz beachten. Und es gibt auch Sprachen, wo das Ganze enklitisch ist. Also selbstständig oder attributiv. Kongruenz muss man manchmal beachten. Und manchmal ist es auch enklitisch. Oder es gibt auch die Abwesenheit von Possessivpronomina, wie im Japanischen zum Beispiel. So, da habe ich als Beispiel mal Deutsch genommen, Neuhochdeutsch, und da einfach die erste Person. Und dann kann man hier zum Beispiel sagen im Singular mein Hund, meine Katze, mein Haus. Das wäre dann die attributive Verwendung. Man kann aber auch sagen, dieser Hund ist meiner, diese Katze ist meine und dieses Haus ist meines. Und das wäre dann die substantivische Verwendung. Und ja, gut, es überrascht mich, aber man muss auf die Genera achten. Und man muss auf den Numerus achten. Und man muss das Ganze natürlich auch in den verschiedenen Kasus jeweils anpassen. Ich habe es jetzt nur für die erste Singular und Plural gemacht, aber in der zweiten Person wäre es dann dein und in der dritten Person wäre es sein oder ihr im Feminin. Und da kann man bemerken, dass es hier dieses Muster gibt. Labialer Liquid. Dann haben wir hier einen dentalen Stop und einen dentalen Frikativ. Und das habe ich hier unten auch nochmal aufgeschrieben, ne? MDS. Und wenn wir uns das jetzt im Vergleich zu anderen angucken, haben wir hier das altnordische System. Und da gibt es nur attributive Possessivpronomina. Die substantivischen Formen kommen gar nicht vor. Wir müssen auf ähnliche auf Phänomene quasi achten. Dass wir auf die Genera ein Auge haben, dass es zwei verschiedene Numeri gibt und dass es vier Kasus gibt, nach denen das dekliniert wird. Aber auch hier sehen wir dann für die Dekus der ersten Person M, hier sehen wir ein Thorn für die zweite Person, also das, was im Neuhochdeutschen ein D ist, ist da ein F. Und das, was in der dritten Person zumindest maskulin und neutral ein S ist, im Neuhochdeutschen ist hier auch ein. Genau. Und hier wäre dann nochmal das Hethitische, wäre ja auch eine indogermanische Sprache. Und da sehen wir, dass wir zwei Geschlechter haben, nämlich Genus, Kommune und Neutrum, auf die geachtet werden muss. Es muss aber auch wieder der Numerus, Singular oder Plural beachtet werden und die verschiedenen Kasus, in die das Ganze gesetzt werden kann. Und wenn wir uns das im Singular angucken, dann sehen wir auch, statt MDS bzw. M Thorn S haben wir hier ein MTS. Also auch wieder eine ganz, ganz analoge Bildung. Die sind also alle kognat miteinander. Okay, dann haben wir noch Relativpronomina. Die leiten attributive Sätze ein, die sich auf Nomina oder Pronomina beziehen und diese näher beschreiben. Und da kann irgendwie Verschiedenes einen Relativsatz bekommen. Es kann das Subjekt eines Satzes sein, verschiedene Objekte direkt oder indirekt oder auch Pronomina. Und
Dinge, die in Präpositionalkonstruktionen stehen, können das auch sein. Genau, je nachdem, wie die Sprache ist, kann das unterschiedlich häufig auftreten. Manche Sprachen haben das auch gar nicht. Die Sätze können auch je nach Sprache restriktiv oder explikativ sein. Und es gibt auch also Sprachen mit Relativsätzen ohne Relativpronomina. Und es gibt also optional ohne und klassisches oder modernes Japanisch oder modernes Chinesisch, die haben gar keine Relativpronomina, die haben dann aber Ersatzkonstruktionen für Relativsätze. Aber einige Sprachen, wie zum Beispiel klassisches Chinesisch, die haben überhaupt keine Relativsätze und auch entsprechend keine Relativpronomina. Und die Paradigmata können natürlich wieder mehr oder weniger komplex sein, Augenzwinkern zu Griechisch. Okay, ich habe mich jetzt aber gegen Griechisch entschieden und nehme einfach mal das gotische Paradigma. Da sieht man, wir müssen auf das Genus achten. Wir müssen eine Unterscheidung zwischen Singular und Plural vornehmen und auf die vier Kasus des Gotischen achten. Und da ist es so, dass das Gotische die Renativpronomina von den Demonstrativpronomina ableitet und fügt noch eine deiktische Partikel hinzu. Die Demonstrativpronomina wären dann sa, so und hat, aber unter Hinzufügung der Partikel wäre es dann sai, soi und hatti und so weiter und so fort. Hier noch so ein paar lautliche Erscheinungen, da habe ich unten Fußnoten dran gesetzt, kann man sich dann mal durchlesen. Und jetzt könnte man denken, ach ja, die Indogermanen wieder, die sind immer so spendabel in ihren Formen, aber das Altnordische zum Beispiel hat im Gegensatz dazu nur ein generelles Relativpronomen. Und das ist er, wenn der Text ein bisschen älter ist, oder es gibt auch eine modernere Form, sem. Okay, damit man sich jetzt noch mal ein bisschen was vorstellen kann, in Bezug auf die Relativsätze habe ich einfach Beispiele gemacht. Restriktiv oder explikativ. Ich habe als Beispiel Latein genommen, hier Bellum Jugurtinum von Sallust. Eodem tempore Jugurta amicis amicis quorum plerosque ipse necaverat ceteri formidine pars ad Romanos alii ad regem bocum profugerant varius incertusque agitabat. Das ist relativ lang, obwohl ich den hier in der Mitte gekürzt habe. Aber der Relativsatz hier wird durch ein Relativpronomen eingeleitet. Und wer ein bisschen Latein kennt, der sieht, aha, quorum, das ist Genitiv, Plural, Maskulinum oder Neutrum. Aber es bezieht sich hier auf die Amicis, die davor stehen. Und die sind natürlich maskulin. Also es ist ein Maskulinum. Das heißt also, da müssen wir auch im Lateinischen das Relativpronomen anpassen. Und der Satz ist explikativ, weil er erklärt, welche Freunde, welche verlorenen Freunde, Amicis, Amicis, das genau sind, die sich vor Jugurta irgendwie flüchten. Anderes Beispiel, ich glaube Caesar Bellum Quirile, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist der restriktive Satz. Antonius cum cohortibus et atio eodem die quo profectus erat revertitur. Antonius revertitur kehrt zurück mit den Kohorten und mit Attius eodem die an genau dem Tag, an dem er aufgebrochen war. Das heißt also, es ist eine Erklärung, die tatsächlich ganz genau einschränkt, an welchem Tag das passiert, nämlich quo profectus erat, an dem er aufgebrochen war. Nur eben an dem Tag, da kam er zurück. Dann waren da noch diese Relativsätze, die optional ohne Relativpronomina gebildet werden können. Das ist der sogenannte Contact Clause im Englischen. Es wäre the pizza, which oder that I ate yesterday was incredibly delicious. Und es kann auch ohne
verwendet werden. Das kann man ja auch noch rausstreichen. The pizza I ate yesterday was incredibly delicious. Das geht aber nur, wenn das Relativpronomen das Objekt wäre. Also ate geht potenziell auf diese Relativpronomina. Das wäre dann das Objekt. Und nur deswegen kann man es ausfallen lassen. Wenn das Relativpronomen das Subjekt des Satzes wäre, dann ginge es nicht. Und klassisches Japanisch oder modernes Chinesisch, die haben Relativsätze ohne Relativpronomina. Wujuotian kan de dianing hao liao. Der eigentliche Hauptsatz ist dianing hao liao. Also der Film ist super langweilig. Und was für einer ist es? Einer, der mit de quasi ein Attribut bekommt. Und dieses Attribut ist ein ganzer Satz, wo Wujuotian kan. Also ich gestern sehe. Ich sah gestern de Film war super langweilig. Der Film, den ich gestern sah, war super langweilig. Okay, dann haben wir noch die Interrogativpronomina, die fragen nach was Unbekanntem und vertreten somit das Ziel der Frage. Und damit, finde ich, sieht man da die Stellvertretung irgendwie am deutlichsten. Da weiß man nämlich gar nicht, wer da sonst stehen sollte. Und das Spektrum der vertretenen Elemente kann weit gestreut sein. Da können bloße Substantive vertreten werden, aber genauso, Entschuldigung für die schlechte Formatierung, auch adverbiale Bestandteile. Ich mache jetzt einfach mal als Beispiel Deutsch. Da haben wir zum Beispiel wer. Das vertritt das Subjekt eines Satzes, das animiert ist. Und normalerweise unterscheidet das Deutsche ja nicht zwischen animiert, nicht animiert, aber bei den Fragepronomina irgendwie schon. Im Gegensatz dazu wäre das was, das wäre das Objekt eines Satzes, das nicht animiert ist. Also, wer hat gestern die Mülltonne angezündet? Ich habe gestern die Mülltonne angezündet. Was hat gestern gebrannt? Die Mülltonne hat gestern gebrannt. Da wird man nicht fragen, wer hat gestern gebrannt, weil die Mülltonne einfach nicht animiert ist. Das geht nicht. Obwohl die Mülltonne feminin ist und man dann eventuell sagen könnte, ja okay, könnte man auch mit wer nachfragen, weil sie ja irgendwie ein lebendiges Geschlecht hat, sage ich jetzt einfach mal. Gut. Verschiedene adverbiale Bestandteile, ich nehme jetzt einfach mal die Frage wann exemplarisch. Ne, das vertritt eine adverbiale Bestimmung im Satz und diese adverbiale Bestimmung ist temporal. Wann habe ich die Mülltonne angezündet? Gestern Abend, weil mir hat ihr Gesicht nicht gefallen. Okay, Interrogativpronomina können aus grundlegend gleichen Bestandteilen bestehen. Im Neuhochdeutschen beginnen zum Beispiel alle Fragewörter mit W, im Neuenglischen mit WH und in nord- und ostgermanischen Sprachen mit K. Im Gotischen wird diese Ligatur hier verwendet dafür. Und da habe ich hier mal die Reihe gemacht, Neuhochdeutsch was, Neuenglisch what, Altnordisch what, Neuisländisch quad und Gotisch qua. Und in den germanischen Sprachen gehen Fragewörter auf zwei rekonstruierte Stämme zurück, nämlich entweder den I-Stamm qui mit labialisiertem k oder auf den Stamm quo, das ist der O-Stamm. In den germanischen Sprachen geht zum Beispiel das Fragewort für ein neutrales Subjekt oder Objekt auf den O-Stamm zurück und in den romanischen Sprachen hingegen auf den I-Stamm. Ja, dann nehme ich einfach mal dieses qua im Gotischen links und genau, das geht auf den O-Stamm zurück. O ist durch eine Lautverschiebung zu einem A geworden. Wenn wir uns dann das lateinische quid ansehen, da sehen wir noch das I von dem I-Stamm. Und im Lateinischen ist es dann so, dass das auch nicht mehr deklinabel war und deswegen sind die obliquen Kasus und der Plural durch die Relativpronomina vertreten. Okay, dann haben wir noch Indefinitpronomina, die vertreten nicht näher Benanntes oder Bekanntes. Und im Deutschen wird das mit dem Präfix gekennzeichnet, irgend plus Fragewort.
Andere Sprachen machen das auch mit Präfixen. Latein hat zum Beispiel Ali, Ali quid oder sowas. Ich habe hier auch Beispiele aus dem Lateinischen genommen. Quis Ali quis, quid Ali quid. Und bei Ubi wird damit ein I und U zusammenstoßen, noch ein C eingeführt, aber Ubi, Ali ubi. Und manche Sprachen haben stattdessen Suffixe, zum Beispiel das Hethitische. Quish ist wer und Quishki ist irgendwer. Queen ist wen und Queenki ist irgendwer. Und Quell ist wessen, Quell K ist irgendjemandes. Wir haben zum Beispiel auch kein Irgendwessen, sondern müssen dann irgendjemandes sagen. Und andere Sprachen haben dann irgendwie so besondere Pronomina dafür. Zum Beispiel das Gotische, auch wieder Unterscheidung nach verschiedenen Genera und nach verschiedenen Kasus. Und die müssen dann jeweils in der Endung angepasst werden. Sum, summa, sum oder summata. Und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Negativpronomina, die stehen für etwas Negiertes. Und die kommen in vielen, aber nicht allen Sprachen vor. Die indogermanischen Sprachen haben sie und sind dann auch teilweise recht umfangreich wieder die Paradigmata. Und ich habe jetzt Altgriechisch genommen und habe dann niemand genommen und niemand kann im Altgriechischen maskulin oder feminin. Also muss es eine unterschiedliche Form haben, udes, udemia und dann auch nichts für das Neutrum, udem. Und das ist zusammengesetzt aus heis, einer, mia, eine und hen, eins. Und davor kommt einfach ein ud. Und das ist das Negationspräfix. Das Japanische im Gegensatz dazu hat solche Negativpronomina nicht. Und das behilft sich dann damit, indem es erstmal das Fragewort nimmt. Ich habe hier ein Beispiel: Daremo senseo shinjinakatta. Niemand hat dem Lehrer geglaubt. Und dann wird das Fragewort dare genommen. Dann gibt es eine generalisierende Partikel mo, also wer auch immer. Und die Negation steckt dann tatsächlich einfach in der Verbflexion am Ende, Nakata, also wer auch immer hat nicht geglaubt, gleich niemand hat geglaubt. Ja, und das wäre jetzt so die Grobübersicht über die ganzen Pronomina, die es so gibt.